Tag Nummer zwei. Sie haben immer noch nicht bemerkt, dass ich hier stehe. Aber mir sind meine Trinkmittel ausgegangen. Ich glaube, ich muss mich bewegen. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Souls Remastered. Mit dem Captain aus Akatos Korn und mir dem Faelord. Du kannst einen Heimkehrknochen benutzen, wenn du willst. Das sollte potenziell funktionieren. Okay, wir werden sehen, wo ich lande. Das war das falsche Menü. Ich weiß, ich wollte aber nur mal hallo. Komm nur mal her. Wir können ja eventuell später nochmal ins Gemälde zurück, um den Drachen zu besiegen oder sowas. Oder wir landen da jetzt. So, genau. Falls uns das irgendwie so uns danach ist. Ah, hier sind wir also. Ja. Schwang. So, wo müssen wir hin, wenn wir jetzt erstmal dieses Crest kaufen wollen? Genau, wir gehen zu Andre, zur Untotenburg. Ja. Gemeinde der Untoten war das, glaube ich. Yeah. Ja. Genau, bei ihm kaufen wir jetzt erstmal das Crest für 20.000. Okay, dann haben wir das schon mal weg. Genau. Und dann... Steht dir die Welt offen, mein Guter? Oh. Also du kannst jetzt quasi entscheiden, was wir als nächstes tun. Du kannst doch erstmal das mit dem Crest machen, wenn wir es uns hier schon mal kaufen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja jetzt die dunkle Glut bekommen. Gesundheit. Danke. Ich auch. Unfassbares Potenzial. So, Artorias Wappen. Genau. Für 20.000 Seelen nehmen wir mit. Sonst wollen wir hier, glaube ich, erstmal nichts mehr. Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, Waffe verstärken können wir jetzt nicht weiter. Du kannst ja mal gucken bei Waffe verstärken. Wir schauen mal bei Waffe verstärken. Wir haben schon wieder so viel Müll dabei. Unsere Kristallhellebade? Ah, nee, die Kristallhellebade wollten wir ja nicht erhöhen. Stimmt. Sieht nicht danach aus, als könnten wir irgendwas tun. Nee, wir könnten den Bogen könnten wir noch erweitern. Ach, jetzt brauchen wir eh nicht mehr. Haben wir das Item niemals abgeholt? Welches Item? Das wir runtergeschlagen haben. Nein. Na gut. Das habe ich jetzt im Endeffekt vollkommen vergessen. Na gut. Weil ich ständig von diesen blöden Rädern durchgenudelt wurde. Ah, das ist sogenannte Nudelrad. Genau. Okay, das setzen wir wo ein? Im Wald, da müsstest du halt hier unten einfach dann... Okay, dann gehen wir einfach mal in den Wald und setzen dieses Ding direkt ein, dann hat es sich wenigstens gelohnt. Ja. So. Ja, unser Kollege ist ja auch weg, den habe ich ja letztes Mal besiegt. Hui! Yay! So, wir laufen jetzt hier lang und dann links. Und dann links, genau, denn es gibt keinen anderen Weg außer links. Naja, wir können wenigstens ein Stück nach rechts. Ja. Wow. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Kann er ja bestimmt hochglitschen und dann einfach... Nee, natürlich nicht. Warum sollte man das können? Ich glaube, da ist auch nichts, außer das ist out of bounce, wie man so schön sagt. Da kannst du nicht bouncen. Da können wir bouncen. Da kannst du nicht bouncen. Oh, können wir nicht bouncen? Ja, ist out of bounce. Oh, ist out of bounce. Out of bounce. Lass mich überlegen. So, hier das ist, wenn ein Auto einmal auf und ab springt. Das ist ja out of bounce. Genau. Yeah. So. Du wirst nie wieder irgendwie sowas hinkriegen, wie als du den Typen durch das Gemälde-Dings geworfen hast. Ich glaube auch. Durch den Gemälderaum. Ah! Weiß gar nicht, wo es hingeht, wenn du jetzt da hinten lang gehst, also in die andere Richtung da. Na, da geht's doch so rum und dann runter und dann sind wir da, wo die Hydra ist irgendwann, oder? Ach ja, ja. Möchte ich mal. Müsste eigentlich. Aber nee, das hier ist der Weg zur Hydra. Ist das der Weg zur Hydra? Oder? Ich bin so verwirrt immer von dieser Gegend. Lauf erstmal weiter. Okay. Oh. Oh Gott! Aua! Mann. Oh. Mein Feind, der Baum. Nicht hier. Oh, ihr seid die Schlimmsten. Stirb, stirb. Ist doch genauso ein Baum wie alle anderen. Nee, der macht so... Der schießt alles durch die Gegend. Moosklumpen. Mit Blume. Mit Blume ist sogar sehr gut. Wegen der Gifte. Genau, wegen dem Toxic. Da wollen wir hin. Genau, da ist das Crest. Ich glaube, du kannst da auch einfach irgendwo hier... quasi drum rumlaufen, das geht glaube ich auch. Ja, man kann doch hier, und dann muss man hier irgendwie durch die Wand schlagen oder so. Nee, ich habe die Wand schon weggemacht, ganz am Anfang. Gab hier nicht eine zweite? Nee.
Na gut. Setz dich doch erstmal ins Bonfire, wenn wir sowieso hier in der Ecke sind. Na gut, dann setz ich mich hin. Also erstmal mach's an, das habe ich ja damals nicht hingekriegt. Ah. Der Schlick, der immer über den Monitor saust. Yeah. So, okay. Und jetzt einfach hier dieses Crest einsetzen. Jupp. Und flump. Man sieht's nicht mal. Voll die Geldverschwendung. Ja. Oh, das ist ja diese fürchterliche Gegend. Na, hier sind jetzt alle, quasi alle Standard, Charaktermodelle mit ihrer Ausrüstung und sowas alles. Ja. Wie er da hinten zum Beispiel. Hau ab! Oh, du! Oh, er ist schneller als ich! Oh, der Ritter! Und er ist ziemlich gut. Damals meine erste Dingens, die ich genommen habe. Und wow, hast du eine Fat Roll. Hahaha, bist du fett! Aber es ändert nichts daran, dass er bösartig stark. Ah, was? Was hat der getan? Aufgespießt. Oh, okay. Okay. Oh, okay, ich merke mir dein Gesicht. Yeah. Wir merken uns dein Gesicht. Genau. Jeder merkt sich die Hälfte von seinem Gesicht. Alles klar. Soll ich jetzt die Hälfte des Gesichts auf den Bildschirm packen, damit die Leute sich das merken? Ja. Yeah. Halb gesucht. Bringt ihn zurück, halb tot, halb lebend. Oh, ist er doch nicht so schnell. Wer soll denn da reagieren? Pff, weiß zum Tor. Hauptsache, weißt du, mit seiner Fat Roll ist er trotzdem der absolute Gewinner. Vielleicht unterschätzen wir die Fat Roll auch einfach. Ja. Katharina-Rüstung an und auf geht's. Nicht wahr? Das wird Katharintastisch. Überrollen einfach alle. Ja. Kommt der jetzt noch wieder? Apropos, Priscilla ist jetzt einfach so. Nee, kommt. Also, ich glaube. Na doch, wenn du wieder dich hinsetzt. Das meinte ich jetzt. Ich glaube, ja. Bin unsicher. Oh nein, ich Kleriker. Ah ja, das war irgendwie voll unhype, wie ich einfach Priscilla besiegt habe. Ja. First try ist langweilig. Der Struggle muss da sein. Yes. Oh, der bringt nur 2000, der andere hat 3000 gebracht. Ja. Schummeln, Schummelbude. Wegen der Fat Roll. Da ist er, ja. Deswegen hat er voll fett Seelen gegeben, meinst du? Ja. Ja, Mann. Aber er eigentlich. Oh Gott! Robin Hood? Ja, Robo Hood. Und der ist halb durchsichtig. Wieso seid ihr alle so schnell? Oh, zwei! Oh nein. Oh. Das ist doch. Was, du machst jetzt hier kein Feuer oder was auch immer du vorhast. Er heilt sich, glaube ich, damit. Ah, er ist der Kleriker. Nee, das Paladin. Ach, was ist ich? Auf dich zu heilen. Auf dich zu heilen. Auf dich selbst zu heilen. Auf dich selbst. Na, es gibt einmal welche, die mit Pyromantie arbeiten. Es gibt welche, die mit Wundern arbeiten. Und es gibt welche, die mit Zauberei arbeiten. Das sind alles unterschiedliche. Und für eins brauchst du Glaube, für das andere brauchst du Wissen. Ich habe mich noch nie mit Magie in diesem Spiel auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein, weil. Kommen wir hierher? Ja, ne? Ja. Ja? Nein? Ja? Ich denke. Sieht so aus, als ob wir von hier kommen. Du gehst die Treppe. Ja, müsste ja. Wie sind wir denn. Wow. Zurückgezogen. Habe ich jetzt aber auch irgendwie nicht so ganz verstanden, wie du jetzt gerade im Kreis gelaufen bist, anscheinend. Genau, folg einfach mal dem Licht. Das sollte uns irgendwo hinführen. Und da hinten ist noch ein Licht. Es ist immer der beste Hinweis. Geht immer direkt ins Licht. Oder in die Richtung, wo noch Gegner sind. Dann zeigt einem halt, da habe ich noch keine Gegner besiegt. Oder wenn du in einem Jump'n'Run bist, wo du die Münzen aufsammeln kannst, wo du die noch nicht aufgesammelt hast. Wie viel? Nein. Oh, wer ist denn dieser Bandit? Nein! Die Bäume! Oh, die Bäume auch noch. Oh, die Natur holt sich uns zurück. Sie holt sich uns zurück, ja. Ah, das ist ja jetzt aber ärgerlich. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Ja, mindestens 500 Meter von der Tür entfernt. Ja, wenn das nichts wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, versuch erstmal voranzupreschen und die 25.000 Seelen zurückzuholen. Ja, 25.000. Wow, 25.000.
Das sind ja fast 26.000. Oh, 27.000 sogar. Ah ja, du hast ja gerade 2.000 für den Typen bekommen, richtig. Wie bist du schneller, du fette Sau? Jetzt wird's aber beleidigend hier. Ja. Was? Was? Hä? Ich hab ihn doch gehauen. Ja, aber der Baum hat dich geschlagen. Ach, das ist doch scheißegal, was der Baum tut. Deswegen spiele ich kein PvP. Ja, exakt. Was der Baum tut, der tut Dench am Moon. What the fuck? Ich hab keine Ahnung. Es war mein Kopf und es wollte raus. Na gut. Wie so ein Parasitenwurm. Ey. Unter deiner Kopfrinde. Ja. Hirnrinde wollte ich sagen. Egal. Gehirnbäume. Hirne, die Eichel, die Gehirnbäume. Was? Ha! Oh, du! Fröhliche! Oh, du Seelische! Das sind aber keine Weihnachtsbäume. Nee. Also Weihnachtsstimmung kommt bei mir bei denen nicht auf, sagen wir mal so. Warum eigentlich nicht? Das ist so Weihnachtsstimmung in Orlando. Florida? Ja. Nee, Blumen. In Orlando Bloom ist immer Weihnachtsstimmung. Hey, Leute, das ist nicht deswegen cool. Deswegen ist jeder seiner Rollen fühlt sich immer so ein bisschen weihnachtlich an. Ihr müsst jetzt jeden Orlando Bloom Film gucken, um zu sehen, was ich meine. Das ist so ein Wieso? Ist so ein Geheimnis, das kennen nicht viele, dass Orlando Bloom in jedem seiner Filme immer so einen kleinen Weihnachtsspruch mit eingebaut hat. Ja. Müsst ihr mal drauf achten. Trinkt aus, ihr Wichtel, jo. Das hat doch nicht er gesagt, das hat sowieso Johnny Depps Charakter gesagt. Ach so. Du meinst Captain Jack Frost. Ja, genau. Na gut, aber Orlando Bloom hat nichts wirklich Relevantes gesagt. Das ist das schlimmste Geschenk, das ihr mir je gemacht habt. Aber ich habe euch eins gemacht. Es gibt nur irgendwie nicht wirklich Zitate von ihm. Das stimmt. In Fluch der Karibik. Außer, ich bin genau da, wo ich immer hingehöre. Ja. Zwischen euch und Jack. Genau. Frost. Nein, das ist ein bisschen subtil in Fluch der Karibik 1. Das ist, als Commodore Norrington über der Karte hängt und er dann die Axt in den Tisch haut. Das ist ein Geschenk an den Commodore. Ah. Beziehungsweise, er macht ihm ja doch das beste Geschenk überhaupt. Dieses geile Schwert am Anfang. Das stimmt, aber das kommt eigentlich von seinem Vater. Vater Christmas! Natürlich! Das kommt nicht von seinem Vater und auch nicht von seinem Meister. Naja. Das nimmt er nur an, dass das von seinem Meister kommt, weil das Schwert so gut geschmiedet ist. Ja, sein Vater ist eigentlich ein Säufer. Wie Vater Christmas! Sein Vater ist Stiefelriemen, Bill. Ja, sein Ziehvater. Vater Ganja. Oh Gott. Wer lebt denn jetzt hier noch? Ich. Oh, ist gut. Ich lebe noch. Ah! Du habt noch andere Filme mit Orlando Bloom? Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe. Aber. Er schenkt Frodo. Die Gewährleistung seines Bogens. Na gut. Und Gimli ist einer, der sich einfach so ranheftet und sagt, kann ich das mitschenken? Ich contribute auch zu allem. Und meine Axt! Dieses Geschenk zählt trotzdem nur als eines. Genau. Oh Gott! Oh Mann, wer ist dieser Pfeilmensch? Wenn ich den erwische. Das ist unser Pfeilende. Ne? Oh, was? Er hat halt... Der staggert halt nicht, der komische Ritter hier. Ach, Ritter staggert nie. Mann, was mache ich eigentlich hier? Hat das ein Ziel, wo ich hingehe hier in den Wald? Oder ist das verpennt meine Zeit? Es gibt ein Ziel, ja, aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich glaube, das ist eigentlich fast nur geradezu quasi. Geradezu. Aber jetzt musst du erstmal die Seelen zurückholen. Das sind 28.000. Oh Mann, es werden immer mehr. Ja. Ob das Core-Prinzip dieses Spiels wäre. Was? Oh, dieser Baum hier regt mich so, ne? Das ist bestimmt ein scheiß Remastered-Baum, der war vorher nicht da. Das glaub ich glaube nicht, dass die einfach Bäume hinzugefügt haben. Nee. Was ist denn das hier? Scholar of the Old Sin? Oh, jetzt muss ich wieder gegen all diese Bäume kämpfen. Ja, oder du ignorierst so und gehst einfach den anderen Weg. Nee, weil wenn ich die ignoriere, dann kommt gleich der Rittermann. Und dann bist du vielleicht aber auch außerhalb der Range der Bäume. Glaube ich nicht.
Okay. Jetzt habe ich sie getriggert. Aber die laufen nicht unendlich hinterher. Warum? Was ist eigentlich mit deiner komischen Ranke und mit B blockt man nicht. B steht nee. Nicht für blocken. Nein, blocken. A steht für A-locken. Für ausweichen. Ja, B ist, doch, B ist rollen. B ist blocken und A ist ausweichen. X ja. ist Xylophon. Und Y ist... Ach, da steht das er. Das ist er. Das ist Hooded Rob. Der Mann kommt da hinten. Er warnt sich seinen Weg zum... Der mir. Lieblingsritter. Ja. Der steckt fest, die fette Sau. Hau rauf, hau rauf. Komm, ich tritt dich. Er haut mich zuerst. Aber er kommt trotzdem nicht durch. Nein, aber sobald ich was mache, schießt der Typ da oben. Der schießt so oder so, ob du ja, aber er trifft nicht, will ich damit sagen. Hör doch mal auf, schneller zu sein als ich. Ich steh doof. Ja, das ist halt das Negative an der Schwarzritterhellebarde. Sie ist ein bisschen langsam. Ja, so kannst du nicht zuhauen. Wir haben nicht genug Stärke für die Ach ja. Hellebarde. Wir müssen die zweihändig haben. Hör auf, zu fett zu sein. Okay, gut. Weight Watchers Prinzip. Ihn haben wir schon mal. Also ja, das ist schon mal gut. Aus dem System raus. Jetzt muss ich mich nur noch an diesen fürchterlichen... An den halbtransparenten Mann. Warum bist du halbtransparent? Der Warum bist du tot? Tschüss. Boah, 5000. They see me rolling, I'm falling. Das ist okay. quasi der Fall Guy. Ja, da ist noch einer. Stimmt. Stimmt. Was ist der oben? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh Gott, Holzschild. Schonen. Das ist der Bandit und der... Ich habe keine Ahnung, was der zweite ist. Das ist der Pyromant. Das ist der Pyromant. Nee, das ist der Wundertyp. Das ist Crack, der Wunderhund. Hör auf, schneller zu sein! Ich bin gleich tot, du blödes... Heilt er sich oder bufft er sich? Ich habe keine Ahnung. Wenn er sich bufft, hab ich verloren, weil... Dann bin ich buff. Ich glaube, ein Schlag, ich bin tot. Jetzt hör auf! Jawohl. Niemand will dich hier! Oh. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Typen. Ja. Ich habe keinen Estus mehr. Ja. Das wird spannend. Ja. Das ist der mit dem Spinnenschild. Oh ja, und der Axt! Und seine Axt! Das ist quasi Shimli. Gimlis kleiner Bruder. Dein Fehler war, dich umzudrehen. Ja. Und im Wald nur rumzustehen. Okay. Oh, Shikuru. Oh, Shikuru. Vorbei. Er ist ein Dämon Samurai. Ist hier nicht ein Boss gleich? Ist hier nicht die Motte? Oh, Shikuru. Ja, die müsste hier irgendwo sein, ja. Aber du hast da gerade voll was übersehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was hab ich denn übersehen? Ja? Ist hier eine Kiste? Nee, geh mal nochmal rein. Ich bin drin. Na, du durch? Hier durch? Ja. Also, da war noch ein Häuschen. Auf der rechten Seite. Gucken wir nochmal. Nein, nicht Pflanze. Weiter. Rein. Oh, das tut mir leid. Oh Gott, das tut mir so unendlich leid. Hallo. Is it not so that thou art new? Das ist aber hübscher thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? Nee. My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Okay, alles klar, Dame Julie Dench. Oh, ich weiß jetzt leider nicht, ob sie dir ein Covenant gibt, weil wir, wenn wir jetzt aus unserem Covenant austreten und dann vielleicht zum Chaos Covenant wieder zurück wollen, ob wir dann auch die Humanity nochmal neu geben müssen. Da bin ich mir gerade unsicher. Sie hat jetzt nichts Konkretes gesagt über ein Covenant, aber... Ja. Vielleicht ist sie ja eine von diesen Kultisten. Sagte er in seiner weißen Kultistenrobe.
Ich weiß nicht, ob du jetzt einfach ja sagen solltest oder nein. Ich bin unsicher. Auch so wie die Frage gestellt hat, war ich durcheinander. Glück entscheiden lassen? Ja. Okay. Jetzt? There is outmost heathenish and gross. Then there is nothing more to say about this tedious reckoning. Begone from here, pernicious caitiff. Okay. Also theoretisch, wenn du dich ihr anschließt, greifen dich die Typen von gerade eben nicht mehr an. Das ist ganz nett, aber jetzt bin ich ja schon mal hier. Ja. So, jetzt glaube aber tatsächlich, dass mit der. Ich glaube aber tatsächlich, dass der. Ja. Dass der Turm mit der Motte, dass der in dem anderen Gebiet irgendwo ist. Das kann ist. Sein, weil ich glaube nicht, dass ich hier jemals durchgegangen bin. Ich habe den ersten Typen gesehen und bin wieder umgedreht damals, als ich. Ich habe aber die Motte besiegt. Entsprechend muss der woanders sein. Okay. Entsprechend, the fuck ist dieser riesige Wald? Der geht ja immer weiter und weiter. Ja. Das ist cool, aber. Ja. Aber was ist mein Ziel? War die Katze mein Ziel? Nein. Da vorne. War irgendwas Lichtiges. Ja. Ja, da willst du auch hin. Oshikuru. Ich hab. Ist irgendwo vielleicht ein Bonfire? Wahrscheinlich nicht. Mm-mm, leider nicht. Das wäre zu einfach. Leider nein. Aber hier ist auch sonst nichts. Das heißt, das alles hier ist Boss-Arena. Doch, halt. Ist so ein bisschen Worldbuilding. What the fuck, die Pilzlinge! Mushroom? Mushroom-Mate. Ich meine, ich habe ein bisschen Angst. Die sind gefährlich, oder? Ja, sind die hinter mir her? Oder laufen die nur? Ist schwer zu sagen, ne? Ne, die scheuen einfach nur. Die scheinen sich nicht um mich zu kümmern. Die stehen einfach da, winken dir zu und sagen Hallo! Ein Männlein steht im Walde. Ganz still und stumm. Warum bewegt er sich nicht? Ist er dumm? Und hier sehen wir nun die Migration der Pilzmänner. Der Pilzmänner. Sie laufen einfach und ignorieren uns, solange wir ihnen nichts tun. Haben die ein Ziel? Also die beiden da rechts auf jeden Fall, die sind so determined. Ja, die, ja. Die sind filled with determination. Knowing that the Mushroom Man one day might escape his trap. This is the migration of the Mushroom Man. Fills your heart with... Oh, das sind sogar große Mushroom-Männer. Das sind große, ja. Kenn ich doch sogar aus Konzeptart. Ey. 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 Also wir haben ja diese Ansammlung von laufenden Penissen. Ich sag's mal einfach so, wie es ist. Sind die böse? Ja. Okay, der hat auch schon den Kopf geschüttelt. Die geh lieber. Die sind hostil. Aber das was ist da? Was haben die denn im Wasser? Ich hab keine Ahnung. Oder? Das sieht aus wie eine Truhe. Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich bin sonst immer direkt zu Sif gerannt. Also halt zum Grab von Artorias. Okay. Ich sehe. Also die Großen sind halt relativ langsam, aber die hauen ziemlich rein. Oh ja, die haben eine Kiste. Sogar eine benutzbare. Ja. Habe ich Iframes, wenn ich die Kiste aufmache? Ein bisschen, aber wenn er dann direkt neben dir steht, der wird dann einfach die ganze Zeit versuchen, auf dich einzuschlagen. Ja, okay, dann locke ich die beiden erstmal. Die sehen voll cool aus, oder? Ja. Die sehen irgendwie tausendmal besser geshadet aus, hast du nicht gesehen? Ja. Irgendwas ist hier nicht richtig. Okay. Dark Souls kann doch nichts gut aussehen. Naja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist schwer und hässlich. Blaue Glut! Interessant. Glut. Wir haben blaue Glut gelöst. Wir haben blaue Glut gelöst. Okay, wir gehen jetzt dahin. Ich habe jetzt genug Zeit hier mit den Schmerzen verschwendet. Du hast also genug rumgeschwänzelt. Ich hab genug rumgeschwänzelt. hier lang nicht mal. Und dann genau, dann geht's hier runter und dann geht's über die Brücke zum Grab von Artorias. Und dann bricht er damit einfach die Brücke kaputt. Da kommt jetzt ein Drache vorbei und landet auf der Brücke. Ja. Das ist aber so kleinerer, weißt du, der mit der Brücke gescaled ist. Ja, ja. Der macht aber doppelt so viel Schaden wie der Große. Ja, natürlich, ich muss ja kompensieren. Mit 0 Estos ist natürlich Estos. Okay. Das sieht aus wie ein Schwert. Wie ein ziemlich großes Schwert. Können wir das Schwert benutzen? Bestimmt. Können die Pilze das Schwert benutzen? Können die Pilze das Schwert benutzen? Gucken wir uns erstmal das Schwert an und wollen es berühren und dann...
Wir hätten mit unseren ganzen Seelen leveln sollen, als wir die Chance dazu hatten. Haben wir das nicht getan? Oh, sein Fell sieht immer so komisch aus irgendwie. Als wenn man eine Textur irgendwie so... Ja, das ist dieses 360-Ära-Fell. Ja. Kein Fan. Sieht aus, wie, als wenn man den Kopierstempel ein paar Mal zu oft benutzt hat. Aber ich will Wuffmann nicht töten. Können wir hier nicht reiten? Nee. Oh, wenn ich hier stehe, passiert mir nichts. Ha! Bis er das macht. Vorsicht. Wovor? Stamina. Stamina? Oh! Ich habe keinen Estus. Ich wollte doch gerade springen und so. Ich lebe noch! Ich lebe noch! Meine Chance! Oh, fuck. Oh. Wieso hatte ich das getroffen? Das war Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich war eigentlich nicht mehr bei ihm. Oh, jetzt liegen diese 41.000 Seelen. In der Boss-Arena. In der Boss-Arena. Und jetzt musst du zur Boss-Arena zurücklaufen. Oh, ich sprinte. Mit 5 Estus. Mit 5? 5. 5? Wir haben nicht mal irgendwas um die... Na, was soll's. Ja, oh, jetzt komme ich rein und direkt der Wolf frisst mich. Aber was soll's. Großer, ich sehe nichts. Ach. Warum hast du da Schaden genommen? Der hat doch sein Schwert nicht in sich selbst reingeschmissen. Ich will meine Seelen. Du, oh Hund! Trink. Oh Gott. Ey, wieso auf dem Rückweg? Du bist noch leben. Ja. Aber ich muss erstmal. Es wäre erstmal meine Seelen holen. Es sind so viele, als dass ich jetzt die Seelen aufsuche. Müssen die nicht hier in der Ecke sein? Ja. Hä? Da. Ah, warum da hinten? Weil. Wart ihr da? Nee, weiß ich nicht. Nee. Keine Ahnung. Egal, wir haben sie. Ja. Wir haben sie. Okay, Wolf, jetzt können wir tanzen. Aua. Du bist quasi... Der mit dem Wolf tanzt. Der Hundetänzer. Ach so, ich dachte, du sagst, der mit dem Wolf tanzt. Ja, das wollte ich erst und dann dachte ich mir, das ist voll lame, wenn ich das sage und hab was viel Lameres draus gemacht. Ja. Das ist so Doppel-Lameness ist so wie Minus mal Minus ist Plus, ne? Also schlechter. Wieso trifft mich das? Ist dein Fell zu weich? Vertrage ich das nicht? Mit Olympus ist das Fell zu weich. Habt ihr gehört? Da war die Schädellaterne, von der du erzählt hast. War sie? Ja, im Ladebildschirm. Ja, genau. Cool. Die bekommt man in den Katakomben übrigens. Ah. Warum ist ein Wolf ein Mufti? Der Wolf gehört tatsächlich nicht dazu, aber wir müssen ihn besiegen, damit wir den Ring von Artorias bekommen, damit wir zu den Four Kings können. Okay. Weil sonst können wir in dem Abyss, wo die Four Kings rumhängen, nicht überleben. Also dann können wir da gar nicht hin. Weil der Lore nach zu urteilen ist Artorias der Einzige, der das überhaupt mal geschafft hat, in dieses Abyss reinzukommen, quasi. Mhm. Und dazu brauchst du halt einfach dann den Ring. Und im DLC später ist es dann halt so, dass man halt erfährt, dass er von dem einen Boss in dem Abyss halt verrückt gemacht wurde und so. Und da komplett durchdreht. Jesus, wie viel das ausgemacht hat. Ich habe doch iFrames, oder nicht? Ja, eigentlich ja. Jetzt hau mir ab hier. Nee, um aufzuschlagen. Ich muss flüchten. Ich wollte doch flüchten. Ich wollte doch und das war's. Was soll's? Wer interessiert schon 40.000 Seelen am Ende der Folge? Es ist auch noch das Folgenende. Wer braucht schon 40.000 Seelen? Um 18.18 Uhr. Ich brauch die. Mir reicht nur meine einzige eigene Seele und vielleicht deine. Oh. Ich hab gehofft, dass du irgendwie sowas sagst. Yeah. Sonst wäre ich jetzt sehr traurig gewesen. Ja, nicht wahr? Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's mit dieser Folge von Dark Souls Remastered. Und der Captain darf jetzt was sagen. Ey, jetzt hast du wieso keinen Stress mehr in der nächsten Folge, dass du die Seele nicht holen kannst. Tschüss, bis dann. Tschüss.